Hallo und herzlich willkommen bei Pantoffelkino. Heute mit Christian und Mario. Hallo, moin. Hallo. So, dann kommen wir jetzt zu einem amerikanischen Kult. Da freue ich mich ganz doll drauf. Miami Vice. Also wenn man sagen kann, eine typische 80er-Kultserie, dann die, also sowohl was den Style angeht, was die Musik vor allen Dingen. In vielen Dingen wie auch wegweisend gewesen. Ja. Da schauen wir noch mal auch kurz rein. James Sonny Crockett und Ricardo Tubbs sind die beiden Hauptfiguren aus der Serie Miami Vice. Sie sind verdeckte Ermittler, die die Drogendealer der Stadt Miami auffliegen lassen wollen. Eigentlich kommt Ricardo Tubbs aus New York und will den Tod seines Bruders zunächst rächen, übernimmt dann dort aber einen Posten und fortan machen sie, ja, 5 Staffeln lang erleben die beiden mit ihren Kollegen Abenteuer, die von Michael Mann produziert wurden und einen Style haben, der in den 80ern, also 1984, als die Serie startete, höchst ungewöhnlich war. In Pastellfarben und mit einer Action-Optik, die es so bis dahin nicht gab. Man hat dann, wenn die Autos nachts fahren, die Kamera draußen am Wagen angebracht zum Beispiel. Das gab es einfach bis dahin nicht. Es ist eine Optik, die bis heute im Endeffekt geprägt hat. Weil Action wird heute ähnlich gedreht, wie es damals, noch etwas grobschlächtiger, bei Miami Vice war. Lief zunächst dienstags, immer wenn Dallas nicht lief, um 21:45 Uhr. Später ist es auf den Samstags-Sendeplatz geschoben worden. Und leider liefen die Folgen in Deutschland kreuz und quer. Das heißt, in der ersten Staffel waren Folgen aus der zweiten Staffel. Mhm. Es gab dann irgendwann nachher innerhalb der zweiten gesendeten Staffel eine Figur, die plötzlich aus dem Vorspann verschwand und dann aber erst Folgen später starb. Aber es waren abgeschlossene Folgen immer, ne? Es waren relativ. Es gab ja immer, es gab so ein, zwei Gegner, Calderon am Anfang. Mhm. Es gab dann in der späteren Serie zum Beispiel ein paar Folgen mit Sheena Easton, die als Popsängerin nachher Sonny Crockett, war nachher ein Paar. Sie wurde dann ermordet und errecht ihren Tod. Und dann gab es zum Ende hin eine ziemlich abgefahrene Geschichte, wo er verdeckt ermittelt und bei einer Explosion sein Gedächtnis verliert und sich für einen Profikiller hält. Und dann auch Leute ermordet. Und das ging über mehrere Folgen. Das fand ich ziemlich spannend. Die Serie ist damals in Deutschland immer aufs 45 Minuten Sendekonzept runtergekürzt worden. Es musste ja immer irgendwie, ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Die Folgen gingen meist 47, 48 Minuten. Weil es nicht ins Programmschema passte. Ja, was für Quatsch. Weil es war genauso. Ja, war genauso. Es ist ja eigentlich Quatsch. Die hätten ja auch einfach die 3 Minuten trotzdem, dann wären die anderen Sendungen 3 Minuten später begonnen. Ja, die Tagesthemen müssen 22:30 Uhr beginnen. Ja, um Gottes Willen. Der Deutsche wollte das damals. Ja, genau, der Deutsche wollte es. Deutsche Gründlichkeit. Völlig beknackt. Es lief allerdings, mal abgesehen von der letzten Staffel, in der Erstausstrahlung, alles, was die Gewalt betraf, ungekürzt. Und als dann die DVD erschien, habe ich mir sofort von der ersten Staffel, die ab 12 freigegeben war, eine gewisse Folge angeguckt, weil ich damals vorm Fernseher saß und dachte, wow, das habe ich in einer Serie so noch nicht gesehen zu der Zeit. Heute ist es lächerlich. Und zwar ist es die Folge In den Sümpfen. In der wird am Ende ein kleines Mädchen als Geisel genommen. Die Gangster verbarrikadieren sich in dem Haus. Sonny Crockett geht rein und dann passiert etwas. Allerdings auf der DVD passierte, dass er plötzlich nach einem Schnitt rauskommt mit dem Kind im Arm. Und auch wenn man heute bei Amazon Prime und so guckt, ist diese Folge immer geschnitten. Sie wird jetzt bei Koch, ist sie jetzt erstmals ungekürzt wieder. Wir haben hier von Bruce Willis über Ed O'Neill zu Julia Roberts, Liam Neeson, Phil Collins, wer nicht alles dabei war. Die Musik waren immer die aktuellsten Hits. Ja, das waren Top-Sachen. Also auch wieder Tina Turner. Soundtrack. Ich weiß, dass es auch diverse Schallplatten gab mit Miami Vice und dann die besten Sounds und so. Besten Songs und ich hatte sie alle. Songs und so, ja. Und ich gucke die Serie jetzt gerade wieder. Ich habe sie erst jetzt in den geschnittenen Folgen geguckt und werde jetzt mit der neuen Box natürlich umschwenken und weitergucken in den ungekürzten. Und muss sagen, es gibt ein paar Ausfälle. Natürlich sind einige Folgen sind relativ langweilig heute. Es gibt aber auch Folgen, zum Beispiel in der ersten Staffel gibt es eine Folge Regie Abel Ferreira, in der ein paar Gangster Familien überfallen abends in ihren Häusern und die ausrauben. Die ist extrem düster und extrem, boah. Und das funktioniert immer noch. Also ich mag die Serie, bis auf ein paar Ausfälle, immer noch sehr gerne. Wie geht's euch da? Ich habe sie länger nicht gesehen, aber ich glaube, dass mir das auch noch gut gefallen wird, auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Synchronfassungen, weil es gab 7 Folgen oder so auf VHS.
Ja. Die hat eine andere Synchro. Es gab eine Best-of-DVD-Box, die hat auch eine komplett andere Synchro. Das ist alles vorhanden und es sind eben seltene Synchronstücke, wie das aus den, die in den Sümpfen-Folge, sind jetzt eben auch wieder eingefügt also worden. Also die Mühe haben sich aber die Profis auch damals gemacht und das ist auch eine super Box von Koch und die kostete jetzt so 50, 60 Euro oder sowas, ich weiß nicht. Wobei das aber nicht über 100 Folgen waren bei den Profis, da waren es ungefähr 60. Also ich weiß nicht genau, mal gucken, was es kostet. Miami Vice war auch lange, lange angekündigt von Koch schon, also die arbeiten da schon sehr lange, die haben auch aufgerufen damals, ob sie, dass sie die Synchronfassung suchen. Ich glaube, ich würde sie mir auch nicht sofort am Anfang kaufen, da warte ich mal ein bisschen, dass sie ein bisschen mit dem Preis vielleicht wenn ein bisschen runtergeht. Wenn sie denn, nicht wenn dann, sie dann so lange aufgelegt wird, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ja, muss man halt sehen. Also meine Lieblingsszene ist immer die Phil Collins in The Air Tonight Szene. Ja, ja, ja. Die ist in der Pilotfolge, ich habe euch die auch geschickt, ich weiß nicht, ob wir da gleich nochmal reingucken können. Ja, natürlich. Eine unglaublich geile Szene, wo sie quasi zum Finale fahren, also beide wissen so, es wird jetzt richtig gefährlich, weil sie zu zweit eine ganz große Gruppe Drogengangster hochnehmen wollen. Und Crockett ruft noch einmal kurz bei seiner Ex-Frau an. Das ist eine Gänsehautszene. Ja, am schlimmsten muss er gewesen sein, als RTL die Serie mal nachmittags gebracht hat. Da muss sie ja noch stärker Da war dann die Gewalt auch wieder komplett raus. Ja, das war natürlich noch nachmittags heftig. Haben sie die gezeigt. Ja, RTL mal, ja, genau. Ja. Genau. Sie haben aber auch ein paar Folgen spät abends gezeigt, da waren die dann auch wieder länger und es gibt tausend verschiedene Fassungen, deswegen hat Koch auch so lange gebraucht. Ja, Miami Vice. Die Miami Vice-Fans wird es freuen, dass es jetzt endlich mal eine Uncut-Box gibt. Ja. Der Durchbruch von Don Johnson. Ja, definitiv. Da muss ich immer an Fips Asmussen denken. Kennt ihr den Witz? Der eine den anderen fragt, der Taps, wie heißt der eigentlich mit Vornamen? Correga? Correga. Oh. Und dann fragt der andere zurück, Nord-Correga oder Süd-Correga? Oh Gott. Ja, noch der kleine Fitz-Asmussen-Witz am Rande, meine Damen und Herren. So, wir wollen uns der Serie noch ein bisschen näher widmen hier. Ein Colt für alle Fälle. Dann müssen wir doch mal wenigstens die Titelmelodie hören. Schauen wir mal das Intro an. Und wie beginnt das Intro immer? Tja, das war jeden Montagabend um 17.50 Uhr der Gassenhauer. Ich war gerade erst in der ersten Klasse, glaube ich, als es anfing, gesendet zu werden. Und es war die Kultsendung. Mhm. Aber schon damals war ich relativ filmverrückt und dachte so beim Vorspann, das mit dem Zug, das habe ich schon mal irgendwie gesehen. Das war Transamerika Express mit Gene Wilder und Richard Pryor. Das war der Stuntman von Gene Wilder, der da umsetzt. Und es war nicht die einzige Szene im Vorspann, die geklaut war. Wir haben Castle Mary Irre Larry, das ist der Wagen, der in den Waggon fährt. Wir haben auf der Fährte des Adlers, ein Mann hängt an einem fliegenden Hubschrauber. Mhm. Ne? Wir erinnern uns daran. Wir haben die Höllenfahrt der Poseidon. Das ist der Mann, der in ein Glasdach fällt. Das ist, wenn das Schiff sich kippt. Zwei Banditen. Das ist der Sprung zweier Männer von einer Klippe. Und du sollst mein Glücksstern sein. Ein Doppeldecker fährt ungebremst in einen Heuschuppen. Ja. Meistens waren die Stunts echt in der Serie. Es wurde später nochmal geklaut. Also wir haben bei Driver wurde eine Verfolgungsjagd geklaut und umgeschnitten, sodass es nicht auffällt. Aber die Autoszenen waren auch geklaut. Meistens waren die Autoverfolgungsjagden auf schnell gedreht. Aber es war eine damals total coole Action-Szene. Ja. Und jedes Kind hat Howie, den Neffen von Colt, geliebt, der von Douglas Barr gespielt und großartig von Thomas Danneberg synchronisiert wurde und der unglaublich lustig war. Und natürlich, weil... Natürlich Jody. Die Schwingtür, Vorspann. Das war meine Lieblingsszene, der Vorspann. hätte ich mir gewünscht, dass es Standbild gegeben hätte beim ZDF. Ja, aber das gab es leider nicht. Heather Thomas als Jody. Heather Thomas, die heute auch nicht mehr so richtig hübsch ist. Aber für damals ganz, ganz tolle Serie. Ich habe sie vor 2-3 Jahren meinen Kindern wieder gezeigt und dabei bin ich erst auf die DVD-Edition gestoßen, die Mario gerade in Händen hält. Da gibt es nur 2 Staffeln, denn das Problem war, dass Fox nicht die horrende Kohle an ZDF zahlen wollte für die Synchro und selbst einen Synchronauftrag gegeben hat. Dabei hat man sich an die Originalsprecher, was die Hauptrollen betrifft, zwar gehalten, Bussinger auf Colt Sievers, Thomas Danneberg auf Douglas Barr, Traudel Haas spricht hier die Auftraggeberin und so. Das ist alles beibehalten worden. Aber zum einen waren die Sprecher viel zu alt. Das hört man besonders bei Danneberg. Danneberg passt nicht mehr so richtig auf Howie. Und die Synchro war auch wesentlich
lustloser und hat wesentlich weniger Karlauer. Ja. Sind Sie da? Hey Lady, sind Sie noch da? Ah, da sind Sie. Mögen Sie mich denn nicht mehr? Sie sind ein toter Mann. Ist eine ägyptische Finsternis hier. Hallo. Sind Sie noch da? Ach, da haben wir es ja. Mögen Sie solche Spielchen? Ich mag andere Spielchen. Was machst du denn nur? Du hättest tot sein können. Ich wollte mich ja umbringen, hab das volle Becken erwischt. Was machst du für Sachen? Dabei hättest du echt draufgehen können. War ein Selbstmordversuch. Ich wusste nicht, dass ein Pool hier unten ist. Entschuldigen Sie, ich gebe... Okay, sieh was raus. Ich bin gleich wieder da. Ich warte hier. Verspiel mein Geld. Taube gefällig. Oh, das ist mir furchtbar peinlich. Dafür erwürge ich ihn. Raus. Wir sprechen uns noch. Aber mit polierter Glatze. Ein Humor, der Mensch. Der will ein Vogel. Ich bring ihn um. Das wäre ziemlich dumm von Ihnen. Ich bin der Hass. Lass deine schwachsinnigen Sprüche. Mann, inzwischen weiß ich nicht mal mehr, was für eine Farbe schöne Lippen haben. Also dann, Sivas, das reicht fürs Erste. Ich darf Ihnen den Weg zeigen. Hey, ich bin noch nicht fertig. Doch, das sind Sie. Die Comtesse will Sie sehen. Unter vier Augen. Dann will ich mal lieber nicht so sein. Der Mann ist so gierig auf mein Geld, da könnte einem direkt übel werden. Was sagst du dazu, meine Taube? Also gut, Sivas, der Spaß ist vorbei. Darf ich Sie bitten, mir zu folgen? Nee, ich bin noch nicht fertig. Doch, Sie sind. Die Gräfin möchte Sie gerne sehen. Ganz privat. Sie haben eine so charmante Art. Wie gesagt, ich habe es meinen Kindern gezeigt und dadurch war es dann auch für mich erträglich. Wir sind nachher tatsächlich auf die alte Synchron gestiegen. Ich habe die Folgen Gott sei Dank zu Hause. Ja, es war mit den Kindern ziemlich lustig, es wieder zu sehen. Alleine hätte ich es jetzt nicht durchgehalten, mir nochmal die ganzen Folgen anzugucken. Zumal die letzten ein, zwei Staffeln auch wirklich schwach waren. Also die letzte Staffel war ganz, ganz mies nachher. Das haben wir auch nicht mehr geguckt. Also du sprichst mit einem absoluten Colt Sivas-Fan. Als Kind, das war für mich die allererste Action-Serie im Fernsehen, wo ich dachte so, boah, geil. Wenn ich mir das heute ansehe, denke ich, Alter, ey, ne, ist das schlecht gealtert. Ja, die Effekte, man sieht also, auch immer die Rückprojekte. Ich war von dieser Serie so begeistert, dass ich als Kind Stuntman werden wollte. Als Kind wollte ich gerne Stuntman werden. Ich habe diesen Mann fertig. Ich will Colt Sivas. Ey, geil. Das war alles schon alles lange vor James Bond und alles. Ne? Das war meine erste Action-Darsteller, wo ich dachte, boah, jetzt willst du auch Stuntman werden. Dann habe ich versucht, mit dem Fahrrad auf dem Spielplatz die Rutsche hochzufahren. Danach wurde ich kein Stuntman mehr werden. Komisch. Ja, ne? Aber das war so die Serie, wo ich dachte, Alter, ist das eine geile Serie. Und mit geilen Action und die geile Jodie und wie die toll aussieht. Und aber die sah da, wenn du das heute guckst, sieht sie in der Schwingtür immer noch toll aus. Die sieht immer noch nach wie vor zum Anbeißen aus. Das hat sich nicht verändert. Das ist immer noch gleich geblieben. Ich gebe es zu. Ne? Und so, ne? Aber wie gesagt... die Distanz heute, wenn du das siehst, denke ich, oh Gott, ist das schlecht. Man hat übrigens bei den DVDs dann auch nach der zweiten Staffel aufgehört, sie weiter zu veröffentlichen, weil Bussinger starb dann. Also hatten sie keine Möglichkeit mehr, sie weiter zu synchronisieren. Und bis heute ist da auch nichts passiert. Was, das ist ja blöd, ja. Ja, was völlig blöd ist. Also vielleicht kommt ja irgendwann noch mal was. Aber nein, also mit Kindern kann man das noch gut gucken. Ja, doch das schon. Für einen selbst ist natürlich Goldfalle Fälle, willst du auch nicht mehr, oder? Nee. Ich fand es damals auch toll. Also da habe ich immer montags gefreut, wenn eine neue Folge kam. Ich war vom Fernseher geklebt. Colt Sivas kommt gleich. Also da gibt es definitiv andere Action-Serien, wo ich sage, nee, die kann ich mir wesentlich besser angucken als ein Colt für alle Fälle. Und ich gebe zu, ich war der absolute Colt Sivas-Fan. Aber heute, es gibt aber auch Sachen, die noch schlimmer gealtert sind. Da kommen wir auch Leider nicht mehr. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.